Willkommen, ihr Lieben, zu dem letzten Sneak Peek aus diesem Update. Ja, tatsächlich, es ist der letzte Sneak Peek in diesem oder vor dem laufenden oder vor dem kommenden Update. Und ja, wie soll man sagen, Clanstadt, ja, Best Practice, beziehungsweise Clanstadt, ja, wie das Ganze vonstatten geht. Also, ja, so ein ganzer Walkthrough oder wie geht das eigentlich? Wie greift man an? Wie lange dauert sowas? Und ja, das Ganze können wir aber, das Einfachste ist, wenn wir das Ganze in Wort und Bild einfach sehen. Und aber wir gehen einfach mal rein hier, Clan-Kapitel, you don't have. Also, das irgendwann startet natürlich so ein Raid-Wochenende und ihr seht das. Das Ganze ist auch wieder so ein bisschen erklärt, wie, ja, wie bei den anderen Sachen eigentlich auch. Und ist eigentlich letztendlich, ist es so ein bisschen selbsterklärend, wenn das Ganze denn startet, beziehungsweise wenn das Ganze dann am Laufen ist, dann sieht man das auch. Und wann die Zeit abläuft. Und jeder kann übrigens mitmachen, also in Raid Weekends, your Clan Fights. Oh, das konnte ich jetzt gar nicht so schnell lesen, aber es ist wieder sauber alles erklärt und wir werden das sicherlich sehen. Ich war jetzt ein bisschen überrascht, weil ich habe jetzt überhaupt nicht mehr in Discord reingeguckt, weil ich jetzt wirklich nicht gedacht habe, dass wir auf dem Sonntag auch noch einen kleinen Sneak bringen, aber der ist wirklich, 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 wirklich mal klein. Und aber es ist wieder alles im Moment natürlich noch in Englisch erklärt, wenn es denn da ist, ist es natürlich auch in Deutsch erklärt, aber dennoch sei erstmal gesagt, jeder kann daran teilnehmen, der sein Rathaus ab Level 6 hat. Also ich glaube, man kann natürlich wieder, glaube ich, welche ausschließen und so weiter, die vielleicht nicht dabei sind oder nicht da sind. Aber wir sehen auf jeden Fall in den Videos hier wieder, da seht ihr auch wieder so eine Art Ladder und wie viel man eigentlich angreifen kann. Und das sehen wir aber gleich in einem anderen Video, denn eigentlich laut Bild hat jeder 6 von 6 Angriffe, aber ich habe gestern noch im Forum gelesen, dass es eigentlich nur 5 Angriffe sind, und jetzt muss ich mal gucken, First Attack, das ist so die erste Attacke. Und jeder kann natürlich auch nur das angreifen, was er letztendlich für sich auch freigeschaltet hat. Das heißt, das wird zu Anfang etwas weniger sein, da man ja erstmal seine Vorbezirke ausbauen muss. Und das Ganze wird sich dann steigern. Aber ich sehe es jetzt gerade da unten, hat jemand 5 Angriffe. Also es sind doch 5 von 5 und nicht 6 von 5. Dann ist vielleicht noch ein bisschen was komisch gewesen hier in den Videos. Aber jeder hat 5 Angriffe, der daran teilnimmt. Und das Coole ist, das sehen wir eigentlich auch, oder das haben wir eigentlich in der Woche schon gesehen, das freigeschaltete Terrain für den Nächsten, der dann angreift, ist auf jeden Fall freigeschaltet. Das heißt, der Nächste, der angreift, greift etwas, ja, wie soll man sagen, greift etwas weiter vorne an. Und hier sehen wir die Truppenzusammenstellung einmal. Also es gibt keine Trainings- oder Bauzeiten. Sie sind einfach da, wenn sie, natürlich müssen sie gelevelt werden. Aber es gibt keine Trainings, keine Bauzeiten. Du kannst einfach was zusammenstellen aus Truppen und Zaubern. Und wenn du denn etwas abgelegt hast, beziehungsweise etwas freigeschaltet hast am Terrain, dann macht der Nächste dort weiter. Das ist jetzt schon mal ganz, ganz sicher. Und muss eben mal meinen Kaffee haben. Also da sehen wir das, wie weit das Terrain immer wieder freigeschaltet wird. Und auch die Defensive wird nicht nachgeladen. Das heißt also, Fallen, die jetzt ausgelöst wurden hier, oder leergeschossene Tesla oder was auch immer, wenn es die denn gibt, die werden nicht nachrearmt, also die werden nicht nachgeladen. Und Zauber, die liegen bleiben, ja, die bleiben liegen. Das heißt, der Wutzauber, der hier jetzt ist, der ist auch im nächsten Kampf verfügbar und auch da hinten der Heilzauber. Da muss man also schon dann als Clan gut überlegen, wo liegen wir das hin, damit wir das am Raid-Wochenende zur Verfügung haben. Und das ist so ein bisschen so eine Besonderheit, dass die halt nicht neu immer gemacht oder nicht neu gemacht werden müssen, sondern die bleiben erstmal, die bleiben liegen.
Und aber wir sehen hier einfach so ein bisschen Gameplay und es ist ja schon verdammt eng. Und wenn ich das jetzt so sehe hier, die Defense, die ist ja so eng geschachtelt hier und so eng aneinander gemacht. Da muss ich mal sehen, ob das auch das Richtige ist. Ich weiß ja noch gar nicht, wie das hier überhaupt im Clanstadt Base Building ist. Und hier seht ihr das. Also hier wurde jetzt schon mal so ein bisschen was reingespielt und der nächste kann halt weitermachen. Und ihr seht auch wieder an den Kreuzen, dass an den gekreuzten Schwertern, wer wann wo anfängt. Und man sieht dann letztendlich auch, wie viele Distrikte hat man zerstört. Und das wird sicherlich ja zu Anfang nicht alles sein. Also man kann ja letztendlich noch nicht alles machen. Und ihr seht es auch im Heimatdorf, da unten auf der Belagerungsmaschine. Der Kollege hat noch 4 Angriffe hier. Also so wird attacked. Und ich weiß nur nicht, ob der dann wirklich nur 2 Stunden geht. Ich meine, 2 Stunden, dann Raid-Wochenende. Und das war es dann. Das finde ich ein bisschen wenig. Ich meine, ein Klarkrieg, normaler CK geht 24, 48 Stunden, also 24 Stunden Vorbereitung, 23 Stunden Kampf, aber oder 23 Stunden Vorbereitung, 24 Stunden Kampf, so rum ist es eigentlich richtig, aber schwierig. Ich meine, wenn es denn echt nur so wenig wäre, aber dennoch. Hier wird dann auch, denkt an die Ecken genau, das kostet wahrscheinlich wieder Zeit, weil ihr seht da oben auch so einen Angriff, den kannst du natürlich nicht unendlich machen, bis du alles verbraucht hast, sondern auch der hat einen kleinen Timeslot. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, wie lange der eigentlich immer ist. Und die Kollegen hier sind aber schon mal ganz, ganz nah dran, das Ganze hier auf 100% zu bringen. Und die beiden schaffen das auch hier, also die fliegende Festung mal 2, das sind auch immerhin 200 Truppen, die er dafür geopfert hat. Da geht dann auch nicht mehr viel, aber er hat hier nochmal 1005 von den Clan-Mädels reingeholt und geht jetzt nochmal in die Mappe. Und so sieht das aus, wenn man da mal gewonnen hat. Also wenn man hier jetzt im Raid gewonnen hat, beziehungsweise im Raid alle Attacken gemacht hat, die man gemacht hat, und man ist hier Erster, man hat verteidigt, Lot hat man bekommen und kann jetzt natürlich seine Sachen weiter ausbauen. Ich weiß, hier seht das, hier sieht man nämlich 2 von 6, 2 von 5. Ach so, ja, jetzt weiß ich, das habe ich ganz vergessen euch zu sagen. Wer besonders gut angreift, der kann einen Bonusangriff machen. Der kann einen Bonusangriff machen und ich habe jetzt nur nicht mehr auf dem Schirm, wann dieser Bonusangriff denn gemacht werden darf. Und es gibt auch Bezirks-Friendly Challenges, also es gibt auch Friendly Challenges, die man wohl hiermit spielen kann. Das heißt, man kann auch erstmal ein bisschen üben, bevor man hier ins kalte Wasser geworfen wird. Und keiner weiß ja im Moment, wie das Ganze überhaupt gespielt wird und wie das Ganze überhaupt aussieht. Aber so ein bisschen wollte Supercell uns das noch nahe bringen. Ist natürlich jetzt kurz und knackig gewesen. Auf den Sonntag auch nicht mein Ding, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist in jedem Fall notwendig, dass ihr wisst, dass das der letzte Sneak ist vor dem Update. Ja, mehr kommt leider nicht. Und der ein oder andere ist natürlich jetzt ein bisschen traurig. Oder halt auch nicht. Ich meine, ich bin so ein bisschen gemischt dabei und weiß noch nicht, was auf mich zukommt. Aber was ich auf jeden Fall weiß, ist, ja, ich hoffe, ihr habt eure Pässe noch alle abgeholt mit euren vielen, vielen Accounts. Ich habe es gestern Abend noch gemacht und habe auch mit dem Avatar hier den Pass noch zu Ende gespielt. Dem fehlten noch so ein paar Pünktchen und werde mir jetzt erstmal im Internet 3-mal einen Pass kaufen. Also store.supercell.com ist das, glaube ich. Dort könnt ihr jeweils 3 Goldpässe kaufen. Die sind dann etwas günstiger, als wenn du 3-mal 1 Goldpass kaufst. Denkt dann Creator-Code Noobs nicht vergessen. Und dann sehen wir uns in weiteren Videos. Vielen lieben Dank. Habt einen coolen Wochenstart. Bis dahin. Euer Toto. Flasht.